Willkommen zurück bei The Whispered World. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, was die Askil vorhaben. Ich fand, ja, hier ist ein ziemlicher Psycho, der mich sehr an Harvey erinnert hat, also aus Edna-Bericht aus oder halt Harveys neue Augen. Oh, dann kann ich das vielleicht mitnehmen. Es sitzt felsenfest. Kann ich einen Stein nach dem werfen? Oder ich tausche den Stein mit ihm im Austausch gegen seinen Posten. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber irgendwie muss ich ihn wohl überwältigen. Der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr Plan. Vielleicht Horn. Ja, so ein ziemlicher Psycho, der da unten steht. Das wäre ein guter Punkt, um den Wächter zu überrumpeln, wenn ich doch nur besser werfen könnte. Ich bräuchte eine Art Hilfsmittel. Eine Idee habe ich noch. So ein Horn würde Spot auch gut stehen. So ein Hopp. Die Wache würde mich sehen. Okay. Weiter gehe ich lieber nicht. Die Wache würde mich sehen. Ich guck noch mal, ob wir hier was drinnes nehmen können. Ah, das sieht doch gut aus. Und ich darf hinzufügen... Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Spruch aller Harveys mehr auf. Die war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Ich weiß, können wir vielleicht... Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Ein Stein. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpoolen. Ich fand doch das Geräusch so geil. Hey Spot, kannst du das Seil für mich durchbeißen? Nicht frech werden, junger Mann. Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Hey Spot, kann... Nicht frech werden, Junge. Ein einfaches... Nee, ich nehme einfach den Stein wieder mit. Geht hier vielleicht auch. Ich kann es nicht mitnehmen. Es ist oben festgeknotet. Dann brauche ich irgendwas, um das Ding da wieder loszuhauen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ah, okay. Steinscheibe. Kann ich hier irgendwie benutzen? Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlägel. Okay. Was haben wir denn noch so? Was ist das? Ein Eimer. Da komme ich aber, glaube ich, nicht ran. Schlachtplatten. Ich glaube nicht, dass ich die Askil auf diese... Das ist ein Schlacht... Oh je, die Askil plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Ach.
Oh je. Ja, gut. Spot, kannst du ihn verbrennen? Oh je, Spot, die Askel planen an. So tu doch. So tu doch, das ist ja toll. Was soll Spot denn schon groß tun? Freilich ist es Spot. Was ist denn hier los? Oh oh. Hey, aufwachen! Oh oh. Oh oh. Schlange ist doch nicht tot. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler? Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter. Wie? Garnet! Was ist was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. So geht's also weiter. Wo ist... Oh je, Spot? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Spot, wo ist Spot? Spot? Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Hilfe! Wo ist Spot? Natürlich nicht. Wo ist denn Spot? Ja? Oh, nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Heuhaufen. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Ja. Mehr als diese Nadel ist da wohl höchstens noch Läuse. Ja. So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Ach, ich hab aber Hunger. Habe ich jetzt was Heu mitgenommen? Oh, kann ich mehr mitnehmen? Nein, danke. Eisenblöcke. Draußen scheint es mittlerweile hell zu sein. Ich versuch mal. Heu? Ich sehe nicht, wie mir das weit... Das Schlüsselloch. Ich hatte gedacht, eine Nadel. Tja, ich bekomme die... Ich bräuchte ein... Ja. Hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung. Heu? Ich sollte nicht gleich die Flinte... Okay. Damit bekomme ich die Tür... Ich werde hier drin sicher... Okay, was haben wir denn hier noch? Da drin aber nichts mehr. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Hey! Hallo! Was ist denn da drinnen los? Was willst du, du Narr? Was gibt es denn nun schon wieder? Lass mich raus! Ein kühner Wunsch! Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie ich das? Kekse. Ich muss mal. Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Geht. Oh, und ich wollte da rein.
Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich? Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Häng scharf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Toiletten putzen? Ich gebe auf. Ich komm nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja! Aber es bedeutet etwas anderes. Oh. Ich bin unschuldig. Ja! Die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Ich bin froh, dass ich zuerst auf "Ich hätte bei euch mitmachen" geklickt. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Oh. Kluges Kind. Egal. Lasst mich ruhig hier drin verrecken. Das hatten wir vor. Ja. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein. Das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Oh je. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Wer? Ach komm schon, sagt schon. Bitte, jetzt sag schon, wer. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Okay. Wir sagen ihm, dass er ruhig nach dem Koch gehen kann. Aber erst in der nächsten Folge. Es wird wieder Zeit, den Part zu beenden. Und deswegen macht euch gespannt auf die nächste Folge. Wir haben die Hälfte des Spiels durch. Glaube ich. Je nachdem, wie lange die Kapitel sind. Ich glaube, die werden jetzt was länger. Keine Ahnung. Aber ich freue mich schon darauf, morgen mit euch weiterzuspielen. Bis zum nächsten Mal.